Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Und erstmal sind wir hier stehen geblieben. Und ich dachte, der Alarm wäre durch. Und ja, ich will gucken, ob ich jetzt hier noch mehr finde. Oder ob ich grandioserweise quasi durch bin mit dem ganzen Spaß hier. Ich versuche ein bisschen dem Taucher aus dem Weg zu gehen, weil ich selber keine Harpune habe. Ja, super, was ist das hier? Alligator on go. Okay. Das finde ich nicht lustig. Ich bin gerade auf die Taschen gekommen. Ich hoffe, also notfalls, sorry, falls es unterbrochen wurde. Ich hoffe, dass es trotzdem weiter aufnimmt. Grandioserweise gucken wir doch mal. Ja, können wir den Alligator? Nein, wir können ihn nicht da drinne. Und wir sind Geschichte. Ah, okay. Alles klar. Nicht im blauen Weg, okay. Okay, im grünen Weg muss ich rein, aber das muss ich erstmal auch entdecken, so schnell, wie ich hier längst tauche. Was meint denn da jetzt nur Gescheites? Oder Gescheitertes? Sorry für diesen schlechten Witz. Ja, wirklich, wie soll ich da jetzt vorgehen? Aber das Beste ist ja, was ich machen kann, schnell hin, mir das crappen, das Teil, und dann direkt zum Grün steuern. Und dann muss ich auch gucken, dass ich da sofort irgendwie Luft finde. Ah, okay, wir machen es. Wir machen es einfach. Hier ist das Grüne. Und hier ist auch nichts. Ah. Lass mich doch an die Füße. Okay.
dann hier bei Rot nochmal hin. Nichts. Oder muss ich hier weiter runter irgendwo? Nee. Da ist auch noch ein Speicherkristall. Ey Leute! Sorry, wenn ich das sage, aber da muss ich wohl mir wieder mal einen Guide zu Rate ziehen. Weil hier habe ich ja null Übersicht. Also wirklich gar keine. Ich werde jetzt noch einmal versuchen, es auf meinen Weg zu finden. Ich versuche jetzt gleich mal direkt um Eck. Mal hier rein. Gut, wieder zurück. Oder auch nicht, das ist der falsche Weg. Ah. Gut, gut. Stimmt, ich komme ja eh aus dem weiten Bereich da raus. Also Highcrappen zurück, Luft schnappen, dann wieder rein. Das ist, glaube ich, so das Beste, was man machen kann. So, die KI ein bisschen ausgeschwommen. Und ich bin wieder falsch geschwommen. Wie kann das denn angehen? Jetzt möchte ich aber gerade mal es schaffen, ganz kurz. Ah, ich weiß warum. Okay, ich sehe. Es war schon der zweite, aber der zweite hintere, also untere, meine ich damit. Ja, gut. Ist ja auch klar, wir müssen ja hier ziemlich runtertauchen. Okay. Diesmal den Fehler nicht machen. Schließlich tauchen wir auch von unten nach oben. Ja, seht ihr? Das habe ich mir ganz halt nicht im Kopf gemerkt, deswegen. Das heißt, dann darf und kann ich mich auch nicht wundern, wenn ich dann hier natürlich versemmel alles. So. Vielleicht sollte ich allerdings doch noch mal kurz Schlüssel speichern.
Nur aus Sicherheitsgründen, Leute. Nur aus Sicherheitsgründen. Gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na, wo ist denn die schwimmende Handtasche hier? Hä? Kannst du mir gleich nicht mehr auf den Keks gehen? Wie, jetzt lassen Abzeichnung? Da muss ich gleich mal reingucken. Aber zuvor noch mal eine Heilung. Und natürlich, weil wir es ja jetzt wieder geschafft haben, einmal Zwischenspeicher. Aha. Okay, das ist jetzt nur hier nochmal Schwissen sich zu hängen. Aha. Habt ihr das gerade gesehen? Faszinierend, oder? Muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Gut, aber Leute, ich habe ein anderes Problem. Ich muss mal ganz kurz dahin, wo die Natur ruft. Deswegen speichere ich hier einmal kurz Schwissen nochmal und gehe dann kurz ins Menü. Und wir sehen und hören uns dann gleich wieder. Von daher, bis gleich. Okay, Leute, bevor ich jetzt hier weitermache, würde ich sagen, gucke ich mich doch noch mal ganz kurz ein bisschen um. Also weiter mit den Tauchtouren. Denn es könnte seriously sein, dass ich irgendwas sonst übers. Hey, warte mal, liegt da was unter ihm? Hey, ich habe ihn noch geprüft gehabt. Oder wurde das jetzt nachträglich gespawnt? Ach, ich weiß doch auch nicht. Okay. Aber hier ist definitiv gar nichts, habe ich das Gefühl. Somit muss ich dann doch hier nochmal ins Wasser. Aber wir speichern trotzdem nochmal hier, weil ich jetzt gerade wieder was eingesammelt habe. Was habe ich denn überhaupt eingesammelt? Das könnte ich doch auch erstmal nachgucken. Vielleicht wichtiger. Schlüssel zum Heizraum. Warte kurz. Gab's da gerade ein Schlüsselloch vielleicht irgendwo? Thank you.
Okay. Ah, okay. Wir haben hier nur noch eine Heilungsschüssel liegen. Kameraperspektive war gerade separat unpraktisch. Aber gut. Was jetzt nicht so schlimm ist, denn wir können dadurch hier raus. Und kommen dann grandioserweise hier an, wo wir oben längs können, aber auch unten. Ah, weil ich halt so viel Spaß beim Speichern habe. Autsch. Okay. Ich gucke erstmal oben lang. Okay, hier kommen wir nur wieder ins Wasser. Das heißt, Autsch. Ja, ich speichere lieber noch mal. Wir heilen uns dann doch noch mal und speichern dementsprechend. Und grandioserweise kommen wir genauso wieder hier raus. Okay. Ah, Moment, da ist noch was. Okay, das hat uns jetzt nur noch mal ein bisschen Bonus gebracht, aber auch nicht weiter. Gut, Leute, wenn ich jetzt hier nicht gleich das Ziel finde, mehr oder minder, kann ich auch direkt einpacken. Aber gut, kurioserweise sieht es mir so aus, dass wir den Schlüssel hier nicht mehr brauchen in dem Bereich. Oder ich einfach gerade zu blöd bin, es zu rein. Eins von beiden. Okay, kicken wir mal einfach weiter. Okay. Da geht's nur noch mal runter und ist auch noch mal ein Kristall. Da kommen wir zwar hoch, aber das war's dann auch schon. Ja, dann würde ich sagen, da wo der Kristall ist, ne?
Kommen wir da auch wieder raus? Wahrscheinlich sogar. Habe ich gerade den Kristall eingesammelt? Nee, keine Ahnung. Aber Leute, ich merke gerade, dass ich irgendwie keinen Plan habe, wo ich hin muss. Deswegen muss ich mal überlegen. Also wir sind jetzt mit dem Scooter-Ding da einmal unten überall gewesen, dachte ich, ne? Jetzt haben wir hier einen Schlüssel gefunden für einen Heizraum. Finden aber diesen verdammten Heizraum nicht. Was soll ich denn jetzt noch machen? Es ist doch zum Mäusemelken, ey. Ich denke kurz nach. Als wir unten waren, hatten wir einige Bereiche, die relativ weit runter gingen, wo wir aber auch ziemlich viel Lebenspacks verbraucht haben, weil wir halt zwar schnell sind mit dem Scooter, aber keinen Sauerstoff haben. Das heißt, entweder ist das wieder so eine Art Tauchlevel, wo wir erst irgendwas finden müssen wie Taucherausrüstung, oder es ist noch blöder und wir finden einfach den Raum einfach nicht. Gut, aber ich muss mal gucken, wie ich hier weiterkomme. Deswegen, ich speichere noch einmal. Ich überspeichere mich, wie gesagt, und ja. Von daher gucke ich mich mal eben schlau. Von daher, bis gleich, bis später. Okay, Leute, jetzt bin ich zurück. Ich habe so einen groben Plan, wo ich hin möchte. Zweierlei Sachen. Zum einen, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass es doch hier eine Harpune geben soll. Zum anderen habe ich mal nachgeguckt, damit ich nicht allzu lange brauche und euch im nächsten Part ein bisschen Zeit abspare, wo ich noch weiterkomme. Allerdings halt nur luftbedingt, weil ich merke, dass ich dringend Sauerstoff brauche bei diesem Teil hier. Und deswegen teile ich mir das Teil wieder. Hier etwas runter. Niemals gerade kollidieren, Leute. Das kann ich euch auch noch einen Tipp geben. Dann bleibt ihr nämlich hängen. So, und anscheinend gibt es hier vorne Luft. Und es stimmt. Hier gibt es einfach verdammt noch eins Luft. Gut, ich speichere hier. Würde sagen, ich bedanke mich trotzdem erstmal vorerst. Und im nächsten Part geht dann wirklich finally weiter mit diesem Bereich. Und ja, ich werde sagen 25 Minuten, weil ich muss noch einiges schaffen heute. Von daher würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao. Tschüss.